Herzlich willkommen im Jahr 2024, die erste RockTV-Folge des Jahres. Und ich hoffe, du bist richtig gut ins neue Jahr rübergerutscht. Ich hoffe, dir und deinen Liebsten geht's richtig gut. Und ich hoffe, du bist genauso motiviert wie ich, dass wir dieses Jahr wieder richtig Gas geben. Noch mehr wie letztes Jahr. Und dafür habe ich mir genau diese RockTV-Folge überlegt. Wir gehen in den nächsten paar Minuten drei konkrete Schritte um oder durch, die dich vom Rumsitzer zum Umsetzer bringen. Wir alle, wir Menschen, wir haben viele, viele Vorsätze, gerade zu Neujahr, aber nur die wenigsten schaffen es in die Umsetzung. Und ich möchte drei konkrete Schritte zeigen, die ich persönlich seit Jahren verwende, die mir extrem gut helfen, dass ich nicht nur einen Wunsch ins Universum rausschreie, sondern dass ich auch das Ganze konkretisiere und dann in die Umsetzung komme. Und genau das möchte ich heute mit dir teilen. Mein Anspruch ist es, dass ich in jeder RockTV-Folge einen Mehrwert für dich schaffe. Und wenn das der Fall ist, dann freue ich mich, wenn du uns unterstützt mit einem YouTube-Abo, mit einem Like unter diesem Video, mit einem feinen Kommentar unter diesem Video, denn damit können wir gemeinsam die Inhalte weiter verbreiten. Wenn du im Podcast dabei bist, freue ich mich über feine Podcast-Bewertung. Dann kannst du den Neukömmlingen, Neuankömmlingen bei RockSports dabei helfen, dass sie schneller wissen, hey, da gibt es wirklich was Feines zu sehen. Beziehungsweise teile einfach die Sachen mit Menschen, wo du sagst, hey, denen könnte das auch weiterhelfen. Und falls du ganz neu dabei bist, die RockSports-Gemeinde wächst und wächst, ja, dann kennst du mich vielleicht noch nicht. Mein Name ist Christy Rock, ich bin Gründer und Inhaber von RockSports. Das ROC steht für Rohrhofer Christian, das sind meine Initialen. Und ich war vor vielen, vielen Jahren auf der Suche nach einem Proteinpulver, nach einem Eiweißpulver, das ohne die ganzen Süßungsmittel, Aromen, Farbstoffen und dergleichen auskommt, die leider Gottes in weit über 95% aller Produkte enthalten sind. Leider oder eigentlich Gott sei Dank habe ich damals keines dieser Produkte am Markt gefunden, das mich wirklich überzeugt hat. Und so ist dann die Idee zum eigenen Produkt und zur eigenen Firma RockSports entstanden. Und seither gibt es viele, viele, viele richtig feine, proteinreiche Bio-Lebensmittel bei uns im Sortiment. Du bekommst bei uns bei Rock Kitchen die feinsten Gewürze in Bio-Qualität, bei T-Rock die feinsten Tees, hochqualitative Tees in Bio-Qualität. Du bekommst aber auch jede Menge Wissen, ob das mein Buch ist, eine Anleitung fürs Leben, ob das das Rock-Prinzip ist. All diese Dinge findest du unter rock-sports.at, das ist ja keine Werbeveranstaltung, sondern eine Wissensveranstaltung. Aber damit möchte ich dir einfach zeigen, dass es mir nicht nur darum geht, Produkte zu verkaufen, sondern ich möchte Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Ich selber bin begeistert, ich liebe es, mich sukzessive zu challengen und weiterentwickeln. Ich will mich persönlich weiterentwickeln, sportlich weiterentwickeln, unternehmerisch, zwischenmenschlich. All diese Dinge, wir haben da so viel Potenzial und ich liebe es, das einfach, mich regelmäßig aus der Komfortzone in die Lernzone zu begeben und einfach zu wachsen. Und jeder von uns kann wachsen und genau dafür mache ich diese RockTV-Folgen, dass ich Learnings von mir teile, dass ich mal anschaue, was sind denn die Fragen, die von euch reinkommen und wie können wir den bestmöglichen Mehrwert schaffen, damit diese Fragen beantwortet werden. Das heißt, RockTV, das Programm kannst du auch mitgestalten. Schreib uns deine Fragen, schreib uns deine Nachrichten mit den Punkten, die dich beschäftigen. Wir fassen das alles zusammen. Seit Jahren machen wir das und haben eine riesengroße Datei, wo wir sehen, was sind die Themen, die euch beschäftigen. Wenn wir merken, in bestimmten Bereichen sammeln sich die Anfragen, dann machen wir genauso wie hier eine eigene Folge daraus. Und dann laufen wir einige Stunden rein, bis dass wir dann in kurzer, knackiger Form so eine feine RockTV-Folge beisammen haben. Das heißt, noch einmal der Aufruf, wenn dir das Ganze gefällt, lass uns ein feines Abo da, lass uns dein Feedback da, hilf uns, dass wir das Ganze weiterentwickeln. So, jetzt steigen wir aber direkt ins Thema ein. Dieses Jahr gehört dir, so habe ich die Überschrift gewählt. Es lässt sich ganz gut nachweisen, dass vor allem zum Jahreswechsel der sogenannte Fresh Start Effekt greift. Der Fresh Start Effekt ist ein, ich nenne es einmal, psychologisches Phänomen, das im Grunde in uns Menschen auftritt, wenn wir eine temporäre Grenze erreichen und was Neues anfangen. Das ist zum Beispiel der Jahreswechsel. Und du kannst, wenn du beispielsweise bei den Google Trends einmal nachschaust und den Begriff Ernährung oder Sport oder Abnehmen suchst, dann wirst du merken, dass die Häufigkeit der Suchanfragen vor allem um einen Jahreswechsel einen Peak haben. Und das seit Jahren. Das heißt, gerade zum Jahreswechsel, wenn wir merken, so, 1.1.2024, ich müsste den Kekselbauch wegbekommen und letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, aber dieses Jahr mache ich das Sixpack und ich will 10 Kilo abnehmen und das und das und das und das, 100.000 verschiedene Ziele und wir wissen dann, was mit den meisten davon passiert. Nach 2-3 Wochen spricht niemand mehr darüber. Und diese Folge hilft dir dabei oder soll dir dabei helfen, dass wir drei konkrete Schritte durchgehen, die dich vom Rumsitzer zum Umsetzer machen. Und das beziehe ich auf mich genauso. Diese drei Punkte, das sind die, die ich selbst seit Jahren durchsetze und mir selbst ans Herz lege. Und die bringen mich eben weg von dem nur reinen Ziele setzen, sondern hin auch in das Umsetzen. Ja,
Und genau da starten wir jetzt rein. Punkt Nummer 1. Was ist ganz zu Beginn wichtig? Ich habe dir hergeschrieben, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Was ist tatsächlich am Ende dieses Jahres dein Ziel? Was willst du da erreicht haben? Folgende Übung. Bitte mach das genau so, ansonsten ist es einfach nicht so effizient. Nimm dir ein Blatt Papier oder noch besser, nimm dir ein Rockprinzip-Journal, gibt es auch beim Rocksports, im Rocksports Online-Shop, ist aus recyceltem Papier hergestellt. Und das, was ich da gerade sage, habe ich die letzten Tage schon gemacht. Und zwar, schreib da deine konkreten Ziele für dieses Jahr rein. Was willst du am Jahresende erreicht haben? Schreib alles rauf. Erstes Ziel, zweites Ziel, drittes Ziel, so wie ich es hier symbolisiert habe. Das können 3 Ziele sein, das können 5 Ziele sein, das können 10 Ziele sein. Die Erfahrung zeigt, dass es in der Regel mehr wie 3 oder 4 sind. Wenn du dich da ein bisschen damit beschäftigst, merkst du, ja, das wäre auch noch cool und das wäre auch noch cool. So, und genau hier ist der Knackpunkt. Bevor wir weitergehen, reihe diese Ziele nach der Priorität und wähl das Ziel aus, was dir tatsächlich am wichtigsten ist. Was ist das Ziel, das dich wirklich intrinsisch bewegt, wo du sagst, das will ich wirklich. Es gibt ja so Ziele, das ist, ja, das wäre cool, wenn das auch passt und das wäre auch cool. Aber dann gibt es Ziele, die dich vielleicht schon seit Jahren irgendwie bewegen. Ob das jetzt gesundheitlich ist, endlich einmal eine gesunde Ernährungsroutine haben oder endlich einmal 10 Kilo weniger oder endlich einmal den Podcast, den ich schon immer mal starten möchte, aufdrehen oder das eigene Business einmal starten, was auch immer. Schreib das nieder und such dir das Ziel aus, was wirklich für dich am wichtigsten ist. So, und hier ganz rechts, falls du live und in Farbe auf dem Rocksports YouTube-Kanal dabei bist, siehst du grün geschriebene Texte und das ist ein konkretes Beispiel, was ich aus Rockprinzip mitgebracht habe. Das Rockprinzip ist mein Mentoring-Programm, wo wir Menschen dabei begleiten, über mehrere Monate hinweg, dass sie ein gesünderes, motivierteres und vor allem ein energiegeladeneres Leben führen. Das lernst du da bei uns, wie du Routinen etablieren kannst etc. Und von einer Rockprinzip-Kundin habe ich hier dieses Beispiel mitgebracht, damit wir die 3 Schritte ein bisschen greifbarer machen. Und das Ziel, was sich die Dame ausgewählt hat, ist, dass sie in der ersten Jahreshälfte eine wirklich gesunde Ernährungsroutine etablieren möchte. Das Ziel ist natürlich im Detail noch deutlich granularer, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ihr Ziel ist es auf alle Fälle in den ersten Monaten, die ersten 6 Monate des Jahres, dass man da sukzessive in eine gesunde Ernährungsroutine reinfindet. Das ist das Ziel, was sie auf ihrer Zieleliste hatte, was in Wahrheit immer wieder gekommen ist und was ihr am allerwichtigsten ist. Weil bei diesem Ziel hängt in Wahrheit wieder das Wunschgewicht dran. Da hängt im Grunde mehr Energie oder eine höhere Energiegeladenheit im Alltag dabei. Da hängen so viele Punkte dazu und das ist ihr konkretes Ziel. Das heißt, zu Beginn mach dir klar, was du wirklich willst. Nicht 17 Sachen, nicht 5 Sachen, eine Sache. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Du kannst genau auf einer Hochzeit tanzen, nicht auf 7. Und wenn du glaubst, du kannst Multitasking betreiben, auch meine lieben Damen der Schöpfung, das ist mittlerweile auch ganz gut nachgewiesen, dass keiner von uns Menschen wirklich echtes Multitasken kann, sondern das ist im Grunde immer ein sequenzielles Abarbeiten. Von daher kümmern wir uns um eine Sache. Energy flows, where focus goes, oder umgekehrt, genau, der Fokus, beziehungsweise die Energie, die geht dorthin, wo der Fokus hinwandert. Und der Fokus ist in dem Fall das Ziel. Wie eine Lupe, die du in die Sonnenstrahlen reinlegst, nur eine bestimmte Stellung der Lupe sorgt dafür, dass alle Sonnenstrahlen gebündelt werden und genau einen Punkt erhitzen. Und so ähnlich ist es hier auch. Wenn du die Energie auf ein Ziel lenkst, kannst du natürlich viel mehr bewegen, als wenn du die gleiche Energie auf 7 verschiedene Ziele lenkst. So, Punkt Nummer 1, ganz wichtig. Jetzt gehen wir weiter, Punkt Nummer 2. Wenn du regelmäßig bei RockTV dabei bist, kennst du das, das Elefantenprinzip. Wenn du mein Buch schon gelesen hast, kennst du das auch. Übrigens, eines der, ja, einfach ein ganz wichtiges Prinzip. Das Elefantenprinzip besagt, dass man, wenn man einen Elefanten essen möchte, den nicht auf einmal runterschlucken kann, sondern in kleine Häppchen zerteilen muss. Und das trifft analog zu unserer Zielsetzung auch auf unser Hauptziel zu. Das heißt, wenn das Ziel vom konkreten Rockprinzip-Beispiel es ist, bis Mitte des Jahres eine gesunde Ernährungsroutine an den Tag zu legen, so, dann ist es einmal so ein riesen, fettes, großes Ziel, aber was bedeutet denn das? Was muss ich denn da machen, dass ich das Ziel erreiche? Und genau das sind die Häppchen. Das Hauptziel ist unser Elefant und die Häppchen sind im Grunde hier symbolisiert mit dem MS123. Das sind die Meilensteine, das sind die Zwischenziele, das sind beispielsweise die Wegmarken auf dem Weg zum Gipfelkreuz. So, und wenn du
mit dem Elefantenprinzip dein Hauptziel zerlegst, hat das noch zusätzlich den Vorteil, dass du dir mal Gedanken machst, okay, was braucht es denn für die Zielerreichung? Was muss ich denn haben? So, und ein Zwischenziel bzw. ein Meilenstein bei unserem Beispiel könnte sein, okay, bevor ich mein Hauptziel erreiche, schaffe ich es beispielsweise hier, Meilenstein 3, mal eine gute Woche, ich habe sie unter Anführungszeichen gesetzt, dass ich es schaffe, mal eine ganze Woche mich gesund zu ernähren, ernährungsbewusst zu ernähren hinsichtlich meiner Ziele etc. Der Meilenstein davor kann sein, dass ich es zum Beispiel einen ganzen Tag schaffe, mich gut zu ernähren und nicht in irgendwelche Heißhungerattacken zu verfallen etc. Der Meilenstein davor kann zum Beispiel sein, okay, ich weiß, wie eine gute Mahlzeit ausschaut, wie ich die zubereiten kann und schaffe es auch, in meinen Alltag runterzubekommen. Das heißt, im Prinzip ein Reverse Engineering deines Hauptziels. Wir gehen vom Hauptziel schrittweise retour, bis dass wir bei dem Punkt ankommen, wo du dich aktuell gerade befindest. Und allein dieser Prozess des Reverse Engineerings, des vom Ende her denken, sorgt dafür, dass das Ziel für dich deutlich greifbarer wird. Denn du machst dir Gedanken, was es braucht, um das Ziel tatsächlich zu erreichen. Und das ist der erste Schritt, Transparenz schaffen. Ganz, 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 ganz wichtig. So, und wenn du das Elefantenprinzip angewendet hast, dann kennst du jetzt schon einmal den groben Weg. Das ist schon einmal wahrscheinlich mehr wie 95% der Menschen. Denn der Großteil der Menschen, der bleibt beim ersten Schritt hängen. Die wissen zwar, okay, was sind denn meine Vorsätze, meine Ziele, aber gehen dann im Grunde nicht weiter, merken, boah, das sind 17 Ziele, wo soll ich da anfangen, da werde ich niemals fertig und dann ist man einfach nur mehr demotiviert, weil man vor im Vorhinein schon weiß, dass es sowieso nichts wird. Und da stoppen dann die meisten. Wir sind jetzt schon einen Schritt weiter, weil wir haben uns ein Ziel ausgewählt, das gehen wir als erstes an. Wir schauen, dass wir unsere Energie bündeln. Und dann schauen wir uns an, welche Hauptbestandteile, welche Meilensteine, welche Wegmarken muss ich denn passieren auf dem Weg zu dem Ziel. So, jetzt gehen wir zum dritten Punkt. Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Egal wie lange du irgendwo hingehst, du musst einmal den ersten Schritt setzen. Genauso ist es auch hier. Setze den ersten Schritt nicht morgen, sondern jetzt. Der beste Zeitpunkt zu starten war gestern. Der zweitbeste Zeitpunkt ist genau jetzt. Und das Gute ist, es ist immer jetzt. Jetzt ist jetzt, jetzt ist jetzt. Das heißt, du kannst immer starten. Es ist nie zu spät. So, und ich bin jetzt hergegangen und habe gesagt, okay, wir zoomen jetzt einmal diesen Bereich da raus, von dem Punkt, wo du dich jetzt gerade befindest, der Status Quo, hin zum Meilenstein 1. Und das ist nicht nur eine Gerade, die diese zwei Punkte verbindet, sondern, das habe ich hier symbolisiert, das kann einmal auch durchwegs einen Umweg beinhalten. Und vor allem dieser Weg besteht aus lauter kleinen einzelnen Schritten, so wie auf einer Wanderung. Wenn ich auf den Berg gehe, das sind 10 Kilometer, ja, dann sind das viele, viele, viele kleine Schritte, die am Ende des Tages auf das Hauptziel einzahlen, dass ich am Gipfelkreuz stehe. Und genauso ist es auch bei dem Ziel, wenn wir jetzt hier bei der gesunden Essensroutine bleiben. So, und dann kann zum Beispiel der erste Schritt sein, ich muss einmal meine Makronährstoffe definieren, sprich, was ist mein Makronährstoffbedarf? Wie viel Eiweiß brauche ich? Wie viel Kohlenhydrate brauche ich? Wie viel Fette brauche ich? Weil wenn ich eine gesunde Ernährungsroutine etablieren möchte, dann muss ich einmal wissen, was mein Körper braucht. Und das könnte zum Beispiel ein erster Schritt sein. Der nächste Schritt könnte zum Beispiel sein, ich schreibe den Chris, hey Chris, schick mir bitte diese feine PDF von der Fünferliste. Und plötzlich kannst du dir aus deinen Makronährstoffzielen konkrete Mahlzeiten basteln. Könnte der zweite Schritt sein. Der dritte Schritt könnte zum Beispiel sein, hier Plan erstellen, dass du dir einfach einmal einen Tag in der Woche nimmst, wo du sagst, hey, an diesem Tag koche ich mal was Feines, an diesem Tag schaue ich, dass ich sauber und geil esse. Und das ist einfach einmal mein erster Schritt. Das heißt, du kannst dann tatsächlich den Weg von dem Status Quo hin zum Meilenstein 1 wiederum in kleine Teilchen zerlegen. Das heißt, überleg dir da wieder, was ist mein Zwischenziel? Ist zum Beispiel hier eine gute Mahlzeit. Was muss ich, damit ich das wirklich regelmäßig schaffe, tun, damit ich wirklich eine geile Mahlzeit habe, die nicht nur gut schmeckt, sondern die auch meine nährwerttechnischen Bedarfe deckt und ja, nebenbei noch im Alltag irgendwie unterkriegbar ist. Das muss passieren. Und da muss ich mir Gedanken machen. Und genauso wie bei Punkt 2 mein Elefantenprinzip, das Reverse Engineering. Überlegen, was muss ich tun, damit ich das und das erreiche. Ist hier nichts anderes, nur dass die Granularität noch kleiner ist. Und das ist das Wichtigste. Ansonsten habe ich das Problem der analytischen Starre. Ich habe ein Ziel, das ich erreichen möchte, habe aber keine Ahnung, wo ich anfangen muss. Genauso wie es beim Ernährungsthema ist. Aber da bist du jetzt bei RockTV, wenn du dir das regelmäßig anschaust, schon einmal gut aufgehoben. Denn ich verpacke viele Dinge in relativ kompakter, knackiger Form, zumindest ist das mein Ziel, weil in Wahrheit Studien, Wälzen und so weiter kann jeder, aber wirklich
praxisumsetzbare Tipps liefern, das ist schon deutlich schwieriger. Und das ist mein konkretes Ziel, dass wir genau auf dieser Ebene da unten sind und nicht irgendwo da oben auf der Metaebene herumkreuzen, wo in Wahrheit niemand wirklich etwas mit der Umsetzung anfangen kann. So, Schritt Nummer 1, überleg dir, was du möchtest, liste alle Ziele auf, die dir wichtig sind und priorisiere sie. Such dir ein Ziel aus, das dir am wichtigsten ist. Leg den Fokus darauf. Punkt Nummer 2, überleg dir, welche Zwischenziele musst du erreichen, um dein Hauptziel zu erreichen. Welche Zwischenziele, Meilensteine braucht es? Und dann überleg dir im nächsten Schritt, welche einzelnen kleinen Schritte braucht es, damit ich zum ersten Zwischenziel komme. Und dieser Prozess, diese Transparentmachung wird dich schon einmal dorthin bringen, wo du merkst, so, jetzt weiß ich in Form von einer To-Do-Liste konkret, was ich machen möchte. Das heißt, die einzelnen Schritte, die wir hier bei Punkt 3 durchgehen, das sind tatsächlich To-Dos, die du auf eine To-Do-Liste schreiben kannst. Wenn du hingegen ein To-Do auf deine Liste schreibst, bis Ende Juni 2024 eine gesunde Essensroutine etablieren, das bringt nichts. Das ist nichts Konkretes. Das ist ein kleines Fragment, das du tatsächlich umsetzen kannst. Und genau darum geht's. Das heißt, nicht irgendwo auf der Metaebene herumkreuzen, sondern konkret überlegen, was der konkrete nächste Schritt ist. Wie gesagt, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. So, drei wichtige Punkte, die ich dir noch zusätzlich mitgeben möchte. Lerne, welche Schritte es braucht, habe ich gerade erwähnt. Durch das Reverse Engineering lernst du den Prozess, wie dein Ziel zustande kommt. Wenn du auch ein Sixpack haben möchtest und du dich damit beschäftigst, okay, dann wirst du drauf kommen, gut, ich brauche mal ein Kaloriendefizit. Gut, Meilenstein Nummer 1. Ich brauche ausreichend Protein bzw. Eiweiß, damit nicht meine hochwertigen, fein gut erarbeiteten Muskeln flöten gehen, sondern dass nur eben mein Körperfett schmilzt und so weiter. Das heißt, durch das Durcharbeiten des Prozesses lernst du das Ganze, entwickle dich dadurch weiter. Das sind so geile Sachen und du lernst immer wieder dazu. Und vor allem, wenn du das selbst einmal durchgemacht hast, dann kannst du das immer wieder replizieren. Das heißt, lerne, entdecke die kindliche Neugier in dir. Punkt Nummer 2, such dir Gleichgesinnte. Wenn du sagst, hey, ja, das ist nett, aber irgendwie, es gibt doch immer so Durchhänger, was mich dann nicht freut, such dir jemanden, dem es genauso geht wie dir. Und es gibt immer Leute, mit denen du das gemeinsam machen kannst. Und wenn du dann sagst, hey, heute am Abend, boah, mir interessiert es überhaupt nicht, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, dann wird dich der Kollege oder die Freundin anrufen und sagen, hey, geh mir heute bitte richtig Gas im Fitnessstudio, ich freue mich schon extrem. Und du sagst, na, mir freut es gar nicht. Und somit könnt ihr euch gegenseitig wieder motivieren und eure Ziele verfolgen. Das heißt, such dir gleichgesinnte Leidenspartner, wie auch immer man es nennt. Ich sehe es immer positiv, darum nenne ich es nicht Leidenspartner, aber gemeinsam macht es einfach immer mehr Spaß. So, und der dritte Punkt ist nämlich das Allerwichtigste. Mach den ersten Schritt. Vom Wünschen, vom Wollen und ah, eigentlich sollte ich mal das und das tun, passiert genau nichts. Genau das sind wahrscheinlich 99% aller Neujahresvorsätze. Wenn du hingegen diese drei Schritte durchführst und wirklich den ersten Schritt gehst, dann wird was passieren. Alles andere wird nichts verändern. Von nichts kommt nichts. Wenn ich nichts mache, tue ich auch nichts. Ursache, Wirkung. Keine Ursache, keine Wirkung. Genauso ist es hier auch. Zwei Tipps, zwei Empfehlungen an dieser Stelle noch. Wenn du da sagst, hey, das Mindset-Thema, was der da anspricht, das ist schon wichtig und da möchte ich ein bisschen an mir arbeiten, empfehle ich dir eine Anleitung fürs Leben, mein Buch. Das sind 78 konkrete Lektionen, so wie diese hier in einer ähnlichen Form, nur deutlich detaillierter, Schritt für Schritt beschrieben. Hol dir unbedingt das Buch, wenn du sagst, Mindset-technisch, da möchte ich ganz, ganz vorne dabei sein. Und unsere Einstellung können wir einstellen. Und das Coole ist, die Gedanken, wenn wir die richtig einstellen, folgt der Rest. Das heißt, Mindset-Arbeit, das da ist die Basis, vor allem wenn es um den Start ins neue Jahr geht. Und der zweite Punkt ist, wenn du sagst, hey Chris, die Denkweise und das Strukturierte, wie du das machst, finde ich geil. Ich habe eh schon seit längerem ein Vorhaben, aber irgendwie klappt das nicht ganz. Dann klick unten auf den Link, der geht zum Rockprinzip. Da gibt es eine Bewerbungsmaske. Und dann können wir anschauen, ob eventuell das Rockprinzip, das Mentoring-Programm für dich etwas ist. Wenn du da auch teilhaben möchtest, schreibe einfach unten oder klick auf den Link unten, füll das Bewerbungsformular aus, denn wir nehmen nur einen Teil der Bewerber. Warum? Weil wir im Programm nur Menschen dabei haben möchten, die wirklich was umsetzen. Weil wir Menschen sind oftmals so, dass wir wollen, 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 aber nicht bereit sind, da wirklich Energie zu investieren. Und am Ende des Tages, den ersten Schritt, den musst immer du gehen. Ich kann dir zeigen, wie es funktioniert, aber niemand kann für dich gesund essen, niemand kann für dich Sport machen und niemand kann sich für dich um dein Mindset kümmern. Das heißt, die Arbeit liegt irgendwo bei uns selbst, aber ich kann da zumindest den konkreten funktionierenden
Weg zeigen. In diesem Sinne, wenn dir das weitergeholfen hat, teile es bitte mit Menschen, wo du sagst, hey, die könnten auch davon profitieren. Teile es, klick auf Teilen und schick den Link weg. Lass uns einen Kommentar da, wie dir das gefallen hat. Lass uns dein Feedback da. Vielleicht hast du noch ein paar weitere Tipps, wie man vom Vorsatz in die Umsetzung kommt. Vom Jahresneuvorsatz. Und wenn du beim Podcast dabei bist, teile die Folge ebenso gerne und lass uns eine Bewertung da. Ich freue mich drauf, sage herzlichen Dank und wünsche dir einen richtig feinen Start noch einmal ins neue Jahr und vor allem viel Spaß beim Umsetzen. Vergiss nicht, auch die längste Reise beginnt mit dem allerersten Schritt.